Dere und herzlich willkommen zum 17. Video der Reihe Geschichtsstunde mit Red Wine Lover 17. Im letzten Video habe ich euch die Ismail vorgestellt. Heute gehen wir ein Tier nach oben zum Tier 6 Schlachtschiff Sinop. Obwohl es von 1883 bis 1922 ein echtes russisches Schlachtschiff namens Sinop gab, entschied sich Wargaming dazu, nicht dieses Schlachtschiff der Jekaterina der zweiten Klasse zu verwenden, sondern ein anderes Projektschlachtschiff in das Spiel aufzunehmen. Juhu! Die Sinop geht auf einen Entwurf der Marine von 1917 für ein Hochgeschwindigkeitsschlachtschiff für das Schwarze Meer zurück. Obwohl der streng geheime Entwurf von einem der besten russischen Ingenieure der damaligen Zeit stammte, hatte das Schiff eigentlich keine echte Chance, jemals gebaut zu werden. Die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen in Russland waren zu dieser Zeit zu schlecht, um ein solches Projekt tatsächlich zu verwirklichen. Der vorgeschlagene Name geht auf die Schlacht von Sinop zurück, einen russischen Seesieg über das Osmanische Reich während des Krimkriegs. Am 30. November 1853 besiegte hier ein Geschwader russischer Kriegsschiffe, ein Geschwader osmanischer Schiffe, das in Sinop, einem Seehafen in Nordanatolien, vor Anker lag. Insgesamt gab es 4 Entwürfe für die Sinop. Die erste Version sah ein Schiff von 252 Metern Länge, 30 Metern Breite und 10,1 Meter Tiefgang vor, das mit 8 406 mm Hauptkanonen und einer geplanten Höchstgeschwindigkeit von 31,5 Knoten ausgestattet war. In Version 2 wurden Länge und Geschwindigkeit reduziert, dafür aber ein dickerer Panzergürtel und eine zusätzliche 406 mm Kanone eingebaut. Version 3 reduzierte die Geschwindigkeit noch weiter, hatte aber eine weitere zusätzliche 406 mm Kanone und noch stärkere Panzerung. Der letzte Entwurf war ein wirklich stark bewaffnetes Schiff mit einer Hauptbatterie, das aus 12 406 mm Geschützen bestand, einem 325 mm Panzergürtel, aber einer deutlich reduzierten Geschwindigkeit von 25 Knoten. Wargaming wählte für die Sinop eine Zwischenlösung mit 9 406 mm Geschützen in 3 Türmen, wie es in Version 2 vorgesehen war. Im Spiel erreicht die Sinop eine Geschwindigkeit von 27 Knoten und liegt damit zwischen den Versionen 3 und 4. Leider sind sonst keine relevanten Details über die Pläne zur Sinop vorhanden. Somit kommen wir hier auch schon wieder zu einem Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns ein Like da. Wir melden uns demnächst natürlich mit weiteren Gameplay-Videos zurück und das nächste Schiff der russischen Schlachtschifflinie scharrt auch bereits in den Startlöchern. Tier 7, Vladivostok. Bis bald und Dere.